Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, es ist mein großes Vergnügen, Sie heute zu einem neuen freien Gespräch mit David Boos für den Sandwert-Televisor begrüßen zu dürfen. Es ist mir also eine große Vergnügen heute. Und da sind wir natürlich schon ganz tief auch bei eher kulturmorphologischen Fragen. Kulturmorphologisch, also das bezieht sich eigentlich auf die grundlegenden Formen der Entwicklung einer jeden Kultur, also sehr kultur- oder geschichtsphilosophisch, wenn man so will. Und da denke ich, ist sicher ein guter Einstieg der Verweis auf Borkenau. Ich weiß, dass David Boos ein großes Interesse an Denken Borkenaus hat, vor allen Dingen des Buchs Ende und Anfang, in dem es ihm vor allen Dingen eben geht, zu zeigen, wie aus dieser niedergegangenen oder wie aus dem Ferment sozusagen des niedergegangenen griechisch-römischen Zivilisation letztlich sozusagen der Bodensatz dessen erwächst, aus dem die europäische, die abendländische Kultur erwachsen kann. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Übergangs- oder eine sehr wichtige Übergangszeit, um zu verstehen, wer wir sind als Europäer und was eigentlich die Wurzeln unserer Identität sind. Eine Frage, die alles andere als theoretisch ist, sondern hochaktuell, wie wir jetzt zeigen werden. Borkenau, das ist dein Einstieg, gewissermaßen. Danke. Ja, von Borkenau gibt es ein sehr schönes Zitat, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Das ist jetzt eine Paraphrase, aber das läuft darauf hinaus: Kultur wollen und Kultur machen sind zwei verschiedene Dinge. Denn abhängig davon, in welchem Stadium man sich kulturell befindet, werden alle Versuche, praktisch eine Kultur wieder zu wollen, zu gründen, nur zu immer disparateren Elementen führen. Währenddessen, wenn der Moment reif ist, dann wird auch eine neue Kultur entstehen. Das ist so sinngemäß ungefähr der Gedanke dahinter. Und ich glaube, dass der Ansatz von Borkenau ist ja interessant, dass der bekannteste Geschichtsphilosoph sicherlich ist natürlich Oswald Spengler, der ja also vor allem seiner Beschreibung der Kulturzyklen, die haben praktisch Schule gemacht, nicht? Als Grundkonzept. Borkenau beschäftigt sich nicht so sehr mit dem Zyklus der Kultur, sondern eben mit diesem Kokon-Status zwischen den Hochkulturen. Und das ist natürlich ein äußerst spannender Bereich, weil er gerade auch in der abendländischen Geschichte, aber auch in anderen Kulturen nicht immer sehr gut dokumentiert ist, weil es ja eigentlich eben eine Zeit des Niedergangs ist, wo auch die Quellenlage oftmals sehr schwierig ist, gerade auch die sogenannte Spätantike, das Frühmittelalter in Europa ist ja auch etwas, wo die Dokumentenlage sehr schlecht The ist. Dark Ages. Ja, ne? Und das wird dann halt eben auch assoziiert mit bestimmten Dingen und teilweise aber ja auch zu Recht. Also es ist eine spannende Periode, aber eine nicht unbedingt erbauliche im Sinne von, dass da irgendeine Blüte ist, sondern es ist ein Ringen um eine neue Mitte in gewisser Weise. Und ich finde das persönlich äußerst faszinierend, gerade auch, weil ich ja denke, dass je nachdem, ob wir uns nun am Ende der Römischen Republik befinden oder am Ende überhaupt des Römischen Imperiums, so oder so, irgendwann kommt das Ende. Und das ist eine Periode, auf die auch wir wieder zusteuern werden. Es sei denn, wir kommen natürlich, kleine Fußnote, das Ende der Kulturzyklen, das ist natürlich dann auch wieder ein anderes Thema, aber das machen wir nächstes Jahr im freien Gespräch. Aber dass das ein Punkt ist, auf den wir eventuell wieder zusteuern würden. Und dann halt eben auch wieder die Frage der Neuverhandlung im Raum steht dessen, was sind eigentlich die Werte, die für uns zentral stehen. Und das ist etwas, was man, glaube ich, auch heute mit großer Aktualität wieder sieht. Ich spreche häufiger eben darüber, dass zum Beispiel auch diese verschiedenen ideologischen Bewegungen, mit denen wir heutzutage zu tun haben, die werden ja gerne auch als Ersatzreligion mittlerweile bezeichnet. Also vor allem die Klimabewegung, aber ob jetzt Klimabewegung, LGBT-Bewegung, Black Lives Matter, all diese verschiedenen Sachen, das sind ja Facetten in einem Ringen um einen neuen Urmythos, sage ich dann immer, weil uns im Prinzip unser alter Urmythos abhanden gekommen ist. Und Borkenau begibt sich in seinem Buch, das ist nebenbei ja ein unvollendetes Werk, leider Gottes, er ist zu früh verstorben und so ist es fragmentarisch und wir wissen nicht ganz genau, wo seine äußerst komplexen Überlegungen gemündet hätten, wären.
Aber was er auf jeden Fall, was ihm gelungen ist, schön herauszuarbeiten, ist zum Beispiel die Bedeutung oder das, was sozusagen den abendländischen Urmythos ausmacht, das, was eben Spengler als den faustischen Geist unserer Zivilisation bezeichnet. Und das ist im Endeffekt, und das spricht uns als Katholiken natürlich immer sehr an, ist letztendlich die Transsubstantiationslehre. Und was Borkenau aber darin erkennt... Das müsste man vielleicht für den Zuhörer, gerade den libertären Zuhörer... Genau, da komm ich dann noch gleich drauf. Ich habe jetzt mal ein Name-Dropping gemacht, genau. und der Rest kommt gleich. Auf jeden Fall, im Prinzip, er beginnt seine Spurensuche ja eigentlich noch in der späten römischen Periode, also noch vor dem offiziellen Ende Roms, wenn wir das also 465 ansetzen. Er geht da also zurück ins frühe 5. Jahrhundert, zur Zeit von Augustinus, der natürlich bis heute als einer der bedeutendsten Kirchenväter bekannt ist, und zu Pelagius. Und es gab da einen großen theologischen Konflikt zwischen Pelagius und Augustinus. Augustinus war Nordafrikaner und die nordafrikanische Kirche war sehr streng und vor allem aber auch sehr imperial gebunden. Das hatte natürlich auch historische Gründe aus der Beziehung der nordafrikanischen Provinz nach der Eroberung durch Rom und dem Fall von Karthago. Und die waren also sehr pflichtbewusst und imperial gebunden in gewisser Weise. Währenddessen Pelagius war ein irischer Mönch. Und wir wissen, das irische Christentum hat eine enorme Bedeutung gehabt für die Entwicklung des abendländischen, also beziehungsweise die Konvertierung eigentlich Europas zum Christentum. Aber das irische Christentum hatte eine sehr frühe Vermengung auch mit nordisch-heidnischen Elementen, beziehungsweise also keltischen Elementen. Ja, das heißt, während Augustinus teilweise auch aus einer eigenen persönlichen Erfahrung, also er hat ja eigentlich auch erst, was war er, Donatist, glaube ich? Ich vergesse immer, es gab so viele von diesen Sekten. Auf jeden Fall. Von hier Manichäer. Manichäer, ja, genau, ja. Also, und hatte ja eben, war auch Ehebrecher und so weiter. Und der zentrale Gedanke bei Augustinus war ja dann das Konzept der Ursünde. Also der Mensch ist sündig in sich und kann eigentlich nur durch die Gnade Gottes errettet werden. Und egal, ob man jetzt religiös ist oder nicht heutzutage, das ist natürlich eine Einsicht, der man sich mit ein wenig Lebenserfahrung nur schwer widersetzen kann. Der Mensch ist schwach, wir sehen es Tag für Tag. Und Pelagius war aber anders. Das war ein fast schon heroischer Moralismus, der im Prinzip aus dem heroischen Moralismus des keltischen Heidentums eigentlich in die irische Kirche übergegangen ist und dort in ein christliches Gewand gehüllt wurde. Und deshalb gab es dann eben auch einen theologischen Disput, an dessen Ende Pelagius zum Heretiker erklärt wurde. Was nebenbei damals noch nicht so schlimm war, also er wurde jetzt nicht verbrannt oder so, aber seine Lehren wurden als Irrlehren gesehen, weil Pelagius davon überzeugt war, dass jeder Mensch in sich die Kraft hat, mehr oder weniger zur Perfektion zu kommen, zum göttlichen Ideal zu streben. Das liegt in ihm. Und das sind natürlich zwei absolut gegensätzliche Positionen. Und im Prinzip sah es zunächst einmal so aus, dass Pelagius mit der Erklärung als zum Heretiker eigentlich unterlegen ist, klar unterlegen ist. Trotzdem ist das aber nicht nur einfach eine Einzelgeschichte, sondern ein Ausdruck verschiedener Konzepte, die in Europa der damaligen Zeit lebten, weil das Europa des niedergehenden römischen Imperiums in gewisser Weise natürlich in zwei Teile geteilt war. Man hatte das ehemalig römisch zivilisierte Land und man hatte eben die keltisch-germanischen, nordischen Stämme, die dann nach und nach auch christianisiert wurden, aber die natürlich, also die Barbarenvölker, die ein anderes kulturelles Element hineinbrachten. Und das Abendland ist ja eben auch nicht einfach nur Rom 2.0, sondern ist im Prinzip, und das ist eigentlich so ein bisschen die Kerntheorie, die man herausarbeiten kann, entsteht aus einer Verschmelzung dieser beiden Dinge, die allerdings nicht so einfach geht von wir nehmen jetzt ein Baukastensystem, das, was uns gerade passt, sondern es ist eben ein tatsächlich jahrhundertelanges Ringen, das erst Mitte des 9. Jahrhunderts eben, das ist dann die Theorie von Borkenau, mit dem Mönch Pascasius Radbertus im Frankenreich, der dann erstmals die Transsubstantiationslehre entwickelt. Und das ist eben die
Lehre, die besagt, dass in der Wandlung, in der Heiligen Messe, das Brot in der Wandlung zum Leib Christi wird. Und durch diese Verwandlung des Brots in den Leib Christi, indem wir den zu uns nehmen, das ist der zentrale Punkt, indem wir eben diese Gnade erfahren, erhält der Mensch aus sich heraus die Kraft, um zum Göttlichen zu streben. Und das ist eigentlich dann die Symbiose zwischen diesem Gegensatzpaar. Und das ist dann eigentlich das Fundament, auf das dann eigentlich dann praktisch das Abendland erbaut werden konnte. Klingt natürlich jetzt erst einmal so, ja, okay, so ein theologisches Detail oder so, aber ist es eben nicht, sondern weil man immer wieder auch merkt, dass diese beiden Extreme, sowohl das Imperiale, das ja im Prinzip immer wieder danach strebte, eine Restauration des Römischen Reichs auch anzustreben, letztendlich immer wieder fehlschlug. Da war der Saft raus, um es jetzt mal ein bisschen plump zu sagen. Währenddessen eben die Versuche der nordischen Völker da praktisch mit ihrem freien Germanentum und so weiter, das ist ja auch etwas, wo heutzutage auch ja immer wieder man auch wieder Fans findet, die dann irgendwie davon schwärmen, wie toll das damals war, darf man nicht vergessen, auch diese Gesellschaften sind natürlich durch den Kontakt mit dem Römischen Reich zerfallen. Also die Auflösungserscheinungen, das darf man nicht vergessen und das darf man auch im Blick auf die heutige Zeit nicht vergessen, die Auflösungserscheinungen in solchen Konfliktbereichen, sagen wir mal, betreffen nicht immer nur die Hochkultur. Da schmerzt es uns vielleicht am meisten, weil wir in dem Fall die Hochkultur sind. Aber auch die Barbarenvölker, die praktisch Teilhabe oder teilnehmen wollen an diesem Leben, zerfallen ebenso sehr. Und das ist dann zum Beispiel auch der Grund, warum wir sehen, dass Migrantenanteile, die teilweise aus Ländern kommen, die durchaus natürlich eine auch hochkulturelle Vergangenheit und einen kulturellen Anspruch und einen zivilisatorischen Anspruch haben, auch wenn das ein anderer ist als unserer, aber doch, dass wenn die zu uns kommen, dass sie sich nicht nur bei uns nicht integrieren, aber dass sie jetzt auch nicht quasi das leuchtende Vorbild irgendwie des Islam in seiner Blütezeit sind, sondern eigentlich eben auch zerfallen eben in diese Subkulturen, die sich dann irgendwie in Banlieues oder in Ghettos oder sonst etwas irgendwo abarbeiten und nicht wirklich zu sich finden und wo also sehr viel Unmut da vorherrscht. Naja, ja. Also das ist jetzt der Schnelldurchlauf zu Borkenau gewesen. Ja, sehr schön, ja, sehr schön. Also ich denke, da haben wir eine gute Einsicht jetzt erhalten in die Grundlagen. Ich habe mir auch sehr viel notiert, was ich eigentlich sehr interessant daran fand. Also das mit der Auflösung der Barbaren im Kontakt selbst zur sich auflösenden Hochkultur oder Zivilisation ist natürlich, wie du es ja schon sagst, etwas, das wir eben auch nicht nur bei den Migranten feststellen, die nach hier kommen, sondern wir sehen es ja auch in den muslimischen Ländern zum Beispiel. Wir sehen ja, wie noch traditionalistische islamische Gesellschaften, die zuerst kolonisiert werden und auch jetzt trotzdem etwas des Endes des Kolonialismus immer noch sehr stark unter dem kulturellen Einfluss des Westens stehen, eben sich zunehmend auflösen. Die Familienstrukturen werden aufgelöst, die religiösen Überzeugungen werden aufgelöst, die eigenen Geschichtsmythen werden im Kontakt mit einem anderen Geschichtsbild aufgelöst. Es ist eine richtige Zersetzung, eine innere Zersetzung dieser Gesellschaft durch die Säure, wenn man so will, unserer Zivilisation, die auch eben diese Verhärtung natürlich erklärt. Diesen Wunsch eben vieler dieser örtlichen Gesellschaften, wie auch der Migranten, die nach hier kommen, eben zu einer gewissen Authentizität vor dem Kontakt mit uns zurückzugelangen, die aber eben nicht mehr möglich ist. Die ursprüngliche Unschuld ist verloren gegangen, wenn man so will. Und was übrig bleibt, das sind dann eben diese sehr hybriden Formen eines künstlichen Fundamentalismus, der gleichzeitig dann doch nur noch mit hochmodernen Technologien über Internet oder Twitter oder Telegram-Accounts oder irgendwelche Attentate oder was auch immer eigentlich oder Parallelgesellschaften versucht, seine eigene Identität irgendwie in diese verwestlichte Welt hinein zu retten, sich aber faktisch eher in vielem eigentlich auch angleicht oder wie so ein Spiegel wirkt. Also da ist sicherlich auch der Verweis auf den Niedergang des
des germanischen Heidentums auch sehr wichtig, denn es ist ja gerade in neopaganen Kreisen eine sehr beliebte Selbstlüge, sozusagen das Ende des Paganismus auf den, sagen wir mal, militärisch durch die Karolinger unterstützten Bekehrungsversuch der Kirche zurückzuführen. Und man überblickt sehr gerne oder man übersieht sehr gerne in diesen Kreisen, dass eigentlich fast alle germanischen Stämme, die ins Römische Reich eingefallen sind, bereits christianisiert waren, vor ihrem Einfall, dass also sozusagen das Ende dieses klassischen Heidentums eigentlich schon viel älter ist letztlich als das militärisch unterstützte Ausgreifen der katholischen Kirche. Und da, wo man noch irgendwie eigentlich auch Quellen hat dessen, wo sich das Heidentum sozusagen bis in die letzten Regionen irgendwie gehalten hat, also Skandinavien, ethische Sagen, nicht? Die sind doch durchsetzt von einer, und das beschreibt Borkner auch sehr, sehr schön und sehr virtuos, durchsetzt von einer Hoffnungslosigkeit einer Gesellschaft, die eben auch im Zersetzen, im Zerfallen gefangen ist, wo ja auch im Prinzip durch den Tausch des Götterpantheons ja auch schon so viel daneben gegangen ist, also Fruchtbarkeitsgötter, die im Prinzip ja gestorben sind, nicht? Also diese ganze, wie heißt der Ball? Baldur. Ne? Also, der Tod von Baldur und all diese Sachen und der Ersatz durch die Asen, das hat. Das ist alles Ausdruck schon eines Fatalismus, ja. Der dann ja eben auch dann zum Ausdruck kommt, wenn man dann eben diese Geschichten, ich kann mich erinnern, Goswin hatte mal dann erzählt, nicht? Dann irgendwie in Island, wenn du unterwegs bist, an jedem Haus steht irgendwie, hier fand irgendwie diese oder jene Sage statt, wo der kam und Rache nahm für den Blutmord an seiner Familie und dann hat er den ganzen Clan hier ausgerottet und dann ein Dorf weiter steht dann die Plakette, dass dann der verwandte Clan dann Rache wieder für den genommen hat. Also diese Rache, die sich über mehrere Generationen zieht und im Prinzip alles vernichtet, ist ja Ausdruck einer absoluten Hoffnungslosigkeit einer Gesellschaft, die sich de facto zum Sterben gelegt hatte. Man sieht es ja auch sehr schön in Beowulf, in dem angelsächsischen Epos, wo man sieht, es ist natürlich ein heidnischer Text, der aber christlich redigiert wird und man sieht sozusagen einerseits die Nostalgie, man möchte dieses Erbe irgendwie nicht verlieren, man möchte es konservieren und in die moderne Zeit des christianisierten Englands irgendwie hinüberretten. Man adaptiert es, aber es ist dann weder Fisch noch Fleisch irgendwie. Ne? Es ist dann so ein bisschen zwischen beiden Sachen. Vielleicht noch ein anderer Punkt, das ist, um wieder auch auf den Begriff des Pelagianismus zurückzugehen, das ist natürlich ein Begriff, den ich hochinteressant finde, weil er etwas berührt, das wir bei Oswald Spengler weniger haben, nämlich wirklich den Versuch einer Anbindung auch morphologischer, geschichtsphilosophischer Überlegungen an Letztbegründungen, an ultimative Fragestellungen eben der Transzendenz. Spengler war Vitalist, Biologist, wenn man so will, und betrachtete alle Spekulationen, die über so ein bisschen Nietzsche hinausgingen oder Simmel, als letztlich unnötig oder reine Formen, die es zu analysieren gilt, die aber keinen Inhalt per se haben. Er benutzt ja dann diesen Ausdruck des Faustischen, den wir sehr schön auch mit diesem pelagianischen Anspruch auf die Perfektionsfähigkeit des Einzelnen übertragen können. Bei Spengler ist es eben der Urmythos des Faustus, sozusagen desjenigen, der immer nach etwas Weiterem strebt, der immer nach dem Horizont strebt, der sich selbst übererfüllen will, der immer an dem interessiert ist, was er nicht haben kann, der sozusagen bereit ist, auch alles Mögliche zu opfern, eben auch den faustischen Pakt einzugehen, nur um letztlich dieses Ziel zu erreichen. Also diese Hybris, wenn man so will, die an ein gewisses Extrem getrieben wird und die wir eben nur im Abendland kennen. Das lässt sich natürlich sehr schön auch mit diesem Begriff des Pelagianismus verbinden, erklärt natürlich in sehr vielem auch die Form des Christentums, wie wir sie hier in Europa übernommen hat. Stichwort Heliandlied, wo wir schon sehen, dass dieses heroische Christentum, das man versucht hier zu schaffen. Und das ermöglicht uns natürlich jetzt auch den Übergang zu der Frage zu stellen, die natürlich allen Zuhörern auch schon seit Anfang dieses Blogs sicherlich auf der Zunge liegt, nämlich, was soll das, dass die jetzt hier über den Pelagianismus diskutieren in einer Sendung, die mit der Gegenwart zu tun hat? Und im Gegensatz zu dem, was vielleicht manche Zuhörer befürchten könnten, wenn sie uns bis jetzt gefolgt sind jedenfalls, ist, dass diese Frage eigentlich fundamental ist, um die Gegenwart zu verstehen. Denn
in vielem, und das knüpft auch ein bisschen an die Diskussion mit Klaus-Rüdiger May in diesem Format auch an, sind wir gerade im Abendland, aber nicht nur hier, doch in einem stetigen Konflikt zwischen dem Ideal, dass sich Utopisches hier und jetzt realisieren kann, wenn man es nur stark genug will, also Pelagius, wenn man so will, und dann der eher augustinischen Variante, nämlich wir sind alle Sünder gewissermaßen, wir sind alle begrenzt, wir können bestenfalls eine gewisse Schadensbegrenzung hier unternehmen, um uns halbwegs frei zu entwickeln, aber der eigentliche Akzent liegt anderswo. Wir sind sozusagen gnadebedürftig und nicht sozusagen Herren unserer eigenen Gegenwart. Und das erinnert ja nun doch in einigen Zügen an Debatten, die wir heute politisch führen, gerade mit unseren linksgrünen Kollegen. Ich weiß, dass du da dir auch viele Gedanken darüber gemacht hast. Also ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, ist, dass dieser Pelagianismus ja eben nicht verschwunden war und nicht eben nur ein Phänomen, das an eine Einzelperson gebunden war, sondern in dieser Person Pelagius etwas zum Ausdruck kam. Das, ich glaube, da würde ich schon so weit gehen, dass biologisch, kulturell, vielleicht einfach auch witterungsbedingt, sagen wir es einmal so, nicht? Ich meine, wenn man jetzt eine Grundstimmung. Auch, ja, von einer bestimmten Grundstimmung geprägt ist, die einfach vorhanden ist. Und wenn wir dann sagen, dass da eine Symbiose stattgefunden hat zwischen augustinischem und pelagianischem Bild, oder nennen wir es von mir aus Kompromiss, wie auch immer, es war im Prinzip eigentlich die Balance, die zum Beispiel den Barbaren und den Römern nie gelungen war, weil sie disparat waren, sie waren verschieden. Und deshalb hatte ich auch gemeint, das ist zum Beispiel für uns eine interessante Fragestellung, weil wenn wir sagen, okay, es ist festgeschrieben, das Abendland geht irgendwann unter, wenn wir aber progressiv denken wollen, dann ist ja die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass die Elemente, an denen uns gelegen ist, vielleicht in die nächste Kultur mit hinübergehen. Und da ist dann eben sehr wichtig, dass man eben die auch verstehen kann. Um jetzt zum Pelagianismus zurückzukommen, der war ja nicht eben komplett weg oder unterdrückt, sondern hat im Prinzip nach einigen Jahrhunderten, das bezeichnet Brockenau dann als Mittelkrise, das ist dann de facto das ist eigentlich der Scheitelpunkt unseres Kulturkreises. Mit der Reformation kam da eben das erneut zum Ausbruch. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass die Grenzen der Reformation ziemlich genau auch entlang der Linien zwischen dem ehemaligen Römischen Reich und dem ehemaligen heidnischen Bereich verlaufen. Und dass da im Prinzip dieser Konflikt wieder aufs Neue ausbricht. Das geht einher mit einer enormen kreativen Entfaltung. Das ist wie eine Explosion in gewisser Weise. Deshalb ist es für viele Leute ja auch bis heute so, dass sie irgendwie die Renaissance assoziieren mit, da geht's jetzt richtig los, das Mittelalter war dunkel. Nein, das Mittelalter war das, weil eigentlich noch diese Balance gehalten wurde und wo die Dinge gewachsen sind. Und tatsächlich, es gab eine gewisse Explosion, aber die verläuft halt nach bestimmten Trägheitsgesetzen und läuft aus. Und so muss man dann eigentlich verstehen, dass dieses pelagianische Element im Laufe der darauf folgenden Jahrhunderte immer dominanter wurde, währenddessen dieses augustinische Gnadenelement eigentlich mehr und mehr in den Hintergrund trat. Also das erstmals Unterdrückte wird nun begehrt immer mehr auf. Und bis wir an den Punkt gekommen sind, wo man sagen kann, wahrscheinlich so Ende Zweiter Weltkrieg, 45, dass man auch sagen muss, die Bedeutung des Christentums für die westliche Kultur ist nihil. Das wurde für uns dann zwar vielleicht irgendwie erst mit dem Zweiten Vatikanum dann so richtig manifest oder so, aber de facto war es so, die Nachkriegsordnung war die demokratisch, freie Gesellschaft, pipapo und so weiter. Das ist alles schön und gut, das hat auch seine Berechtigung, seine Quellen und seine Ursachen, aber davon war nichts mehr übrig. Also das eigentliche christliche Urelement war weg. Und wenn wir jetzt eben in diese Gegenwartsdebatten gucken, dann muss man sagen, diese Hypermoral, diese Maßlosigkeit in allem, die man, muss man auch sagen, das ist dann kommen wir vielleicht wieder ein bisschen zu Thomas Mann auch zum Beispiel,
die ja gerade auch in Deutschland immer wieder anzutreffen ist. Dieses, man will der Klassenbeste sein, man will es allen zeigen, wir machen es jetzt richtig und so weiter. Das hat natürlich damit zu tun, dieses germanisch, von mir aus pelagianische Erbe. Also das merkt man dann halt eben auch bei diesen ganzen Schuldkultformen, die heutzutage eben auftreten, eben bei den Grünen. Aber, das weißt du ja, ist kein Geheimnis, ich verorte das auch zum Beispiel anderswo bei jemandem wie Jordan Peterson, bei dem ja zum Beispiel auch viele Elemente, zwar immer wieder auch von Transzendenz die Rede ist, aber er ja im Prinzip immer so an der Grenze steht, ich kann mich eigentlich nicht zu einem wirklichen Glauben bekennen, weil ihm halt eben dieser Schritt, dieses Fallenlassen, was in gewisser Weise das Augustinische ist, von ja, ich brauche die Gnade, ich aus mir kann das nicht schaffen, dazu ist er nicht imstande, weil, davon bin ich mittlerweile mehr oder weniger überzeugt, weil er ein Nordmann ist. Ja, ja. Das ist ein sehr, sehr schön ausgedrückt, ist vielleicht auch ein sehr schönes Ende für unseren Blog zu den Wurzeln unserer Identität, vielleicht auch den Wurzeln des gegenwärtigen Wokismus, den Wokismus, der mit dem Pelagianismus zusammen ja nun sehr, sehr früh angelegt ist in unserer Zivilisation, der eigentlich nicht von außen kommt, sondern der eben durch dieses Faustische, durch dieses Pelagianische dann eine sehr weitreichende Vergangenheit hat und das auch erklärt, dass man ihn eben nicht als Betriebsunfall, den man gewissermaßen wieder irgendwie kulturell, politisch ausscheiden kann, sondern eigentlich als der Moment, wo die ursprüngliche These unserer Zivilisation sich am Ende ganz ad absurdum führt, sich schon fast wieder aufhebt, hegelianisch gesprochen. Das ist eigentlich der Wokismus gewissermaßen. Vielen Dank an alle Zuhörer dafür, dass Sie uns treu geblieben sind. Bleiben Sie dran, schalten Sie sich wieder zu. Bis gleich im Sandwirt-Televisor.